Wir stehen vor dem neuen Entwicklungsprototypen, das Cube Concept Dynamic Cargo. Ist ein neues Lastenradkonzept in Kooperation mit BMW entstanden. Das Besondere bei dem Rad ist der Schwenkmechanismus zwischen Vorder- und Hinterteil. Das sorgt dafür, dass wir ein sehr intuitives und ein Fahrverhalten wie bei einem normalen Fahrrad hinbekommen. Das Rad ist sehr kompakt und sehr kurz. Man schafft damit einen sehr engen Wendekreis und es fährt sich einfach für jeden, der sich draufsetzt, wie ein normales Fahrrad. Und das sorgt einfach dafür, dass jeder in diesem Fall halt auch Lastenrad fahren kann. Die Reifen sind in der Kooperation mit Schwalbe entstanden. Das ist das Modell Pickup. Wir wollten einen etwas breiteren Reifen haben. Das bringt einerseits sehr viel Sicherheit, aber auch Fahrkomfort. Durch das gute Fahrverhalten ist es jedem möglich, dieses Rad zu nutzen. Uns ist sehr, sehr wichtig, dass man damit viele Aufgaben des Alltags bewältigen kann. Das heißt für uns vor allem Kindertransport, aber auch Einkäufe, morgens die Kinder zur Kita, danach einkaufen. Natürlich für die Väter und die Mütter ist ja ganz klar und es ist einfach ein schönes, modernes und frisches Konzept für ein Lastenrad, womit wir denken, dass wir das Bild in den Städten auch maßgeblich mit verändern können. Das Concept Dynamic Cargo ist ein vollwertiges E-Bike mit dem neuen Bosch Smart System ausgestattet. Hat sehr viel Unterstützung, das heißt, jeder kann es fahren. Man gerät nicht ins Schwitzen, man kann entspannt fahren und bis zu 60 Kilo Zuladung in der Serie damit transportieren. Wir planen die Markteinführung im dritten Quartal 2022 und denken, dass dieses Rad, einfach weil es ein gutes Konzept ist, sehr erfolgreich sein wird.